Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu dem heutigen News-Video. Schön, dass du wieder am Start bist. Und ja, wir rammeln auch gleich durch, ne? Worauf warten wir? Wir starten mit WrestleMania 40. Das Ganze ist ja jetzt schon in 2 Wochen. Und außerdem hat man jetzt bekannt gegeben, dass 2K und auch Mars als Company weiterhin ihre Partnerschaft mit der WWE verlängern werden und das dann auch für WrestleMania 40 das ganze Ding also mit sponsern werden. Da wird also wieder überall fett Snickers stehen und dann sagt der eine oder andere, hä, hat der nicht gerade Mars gesagt? Mars und Snickers ist der gleiche Kram. Also Mars ist die große Company, die darüber stehen. Die haben mehrere Schokoriegel. Nur wer das noch nicht wusste. Also so viel zu dem Thema. Auf jeden Fall bleiben die weiterhin Sponsor für WrestleMania und das läuft doch alles. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Stress mit Visumsproblemen. Wie so oft. Wie sah oft? Da war sicherlich irgendein Gag. Naja, und zwar geht es um die CMLL-Talente, die aktuell eigentlich recht viel eingesetzt werden sollen und auch für das WrestleMania-Wochenende werden sollten. Denn da gab es einige Shows, die geplant waren mit einigen Leuten von CMLL. Und da gab es natürlich dann auch wieder die ganze Beantragung für die ganzen Visum. Insgesamt geht es um 19 Wrestler. Und das Problem ist, eines dieser Visums wurde abgelehnt und weil da wohl irgendwelche Anhörungen noch sind oder irgendwas, was halt nicht ganz irgendwelche Probleme mit dem Rechtssystem sollte also bei derjenigen Person, wurde nicht gesagt welche, sollte das dann also dazu führen, dass dieses eine Visum abgelehnt wurde. Und weil alles von der gleichen Stelle in Beantragung gegangen ist, haben die gleich gesagt, okay, wenn das schon scheiße ist, dann knallen wir die ganzen anderen auch gleich raus. Also wurden erstmal pauschal alle abgelehnt. Mal gucken, was man daran noch drehen kann. Aber gerade fürs WrestleMania-Wochenende wollte man da eigentlich sehr viel einsetzen. Schauen wir mal, ob das denn alles funktioniert. Und dann geht's weiter mit Unlimited Wrestlings Icebreaker 2023. Ist nämlich ab sofort kostenlos für dich verfügbar. Kannst du dir jetzt schön geben. Hier in Deutsch auf meinem Kanal oder in englischem Commentary auf dem Unlimited YouTube-Kanal. Alles natürlich unten verlinkt. Oder auf WrestlingTV.de. Da kannst du auch alle Shows gucken und so weiter. Deswegen beste Website ever. So, weiter geht's mit dem guten Matt Riddle. Der hat nämlich jetzt erstmal so ein bisschen, war in einem Interview und hat mal wieder so ein bisschen darüber geredet, wie das eigentlich, als er noch bei der WWE war, dazu kam, dass er mehrere Male durch die Wellness Policy geflogen ist, also durch die Kontrolle, wo die Wrestler alle durchlaufen müssen, was dann halt Drogenkonsum und so weiter angeht. Und da hat er gesagt, dass die WWE erstmal auf Marihuana nicht mehr testet. Das ist zwar alles so weit ganz gut, aber sie testen halt immer noch auf Kokain und deswegen ist er durchgefallen. Also beide Male ist er wegen Kokainkonsums durchgeflogen und hat auch gesagt, das zweite Mal, wo das passiert ist, war er irgendwie, hat eine schöne Party kurz vorher gehabt und hat sich da verleiten lassen und ja, dann kam diese überraschende Untersuchung. Man weiß ja immer nie, wer genau untersucht wird. Und da ist es dann passiert. Das war ja auch einer der Gründe, wo er dann auch erstmal in Reha musste und so weiter. Und das dazu. Also jetzt wissen wir auch, wieso, weshalb, warum eigentlich. Dann geht's weiter und zwar mit dem Segment von The Rock und von Roman Reigns. In dem Segment, wo quasi die Herausforderung gegen Cody und gegen Seth Rollins ausgesprochen wurde. Da gab es ja die richtige Zusammenkunft von der kompletten Bloodline und dann natürlich auch dieses eine Segment, wo Roman Reigns The Rock unterbrochen hat und gesagt hat, yo, ich möchte, dass du mir erstmal zeigst, dass du mir huldigst und so. Also sehr krasses Ding war vor 2 Wochen bei SmackDown. So, und dieses Segment hat natürlich mal wieder für ein paar Probleme gesorgt. Denn wir hatten erstens ein paar Aussetzer in diesem Segment. Das heißt, öfter gab es mal ein Schwarzbild. Das wurde sicherlich dann aus mehreren Kameraperspektiven nachher noch bearbeitet. Aber es gab in der Live-Ausstrahlung ein paar Schwarzbilder, weil es einige Schilder im Publikum gab, die nicht so nett waren. Da gab es zum Beispiel ein Die Rocky Die-Schild, also stirb. Dann gab es noch ein Schild, wo drauf stand Rock Shops at Balco. Und Balco war ein Unternehmen, was sich quasi in den 2000er Jahren einen großen Steroidskandal hatte.
Und ja, das ist natürlich auch nicht so nett. Das heißt, immer wenn diese Schilder eingeblendet wurden, wurde kurz mal auf Schwarzbild gestellt. Das war aber nicht das einzige Problem mit dem Segment. Das andere Problem war, dass es 10 Minuten länger war als geplant. Das ist natürlich richtig scheiße. Das heißt, wenn sowas während einer Live-Show ist, dann fliegen andere Segmente raus oder andere müssen halt kürzer gehen. Und das ist halt hier passiert. Wir hatten ja noch das Match zwischen Tiffany Stratton und Naomi. Und hier wurden erstmal den schönen erstmal Naomis Entrance wurde rausgeschnitten und das Match an sich sollte eigentlich noch viel länger gehen. Es ging zwar trotzdem 9 Minuten, was für ein Frauenmatch bei der WWE aktuell recht lang ist, aber eigentlich sollte das noch viel länger gehen. Also das sollte richtig lang gehen. Wurde also hier kurzfristig viel Zeit genommen. Dennoch muss man sagen, dass hier auch wieder Tiffany Stratton super gut im Kurs steht. Also da haben die Offiziellen auch wieder mal gesagt, wie gut die immer auf so eine Sachen reagiert. Also Tiffany Stratton sehr, sehr hoch im Kurs bei den WWE-Offiziellen. Dann zum Sponsor des heutigen Videos und zwar Neosubs, denn da habe ich was Feines, ganz was Feines. Und zwar gibt es jetzt Reispudding, ganz neu im Sortiment und auch Erdnussbutter. Bei Neosubs könnt ihr euch jetzt besorgen, crunchy und creamy quasi. Sehr coole Sache auf jeden Fall, kann man auch zusammenmixen, wenn man möchte, gar kein Problem. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen, checkt das aus, neosubs.com und Gutscheincode Martin natürlich für dicken Rabatz. Und deckt euch ein noch mit euren Supplements, was ihr alles so braucht. Noch ein bisschen Whey-Protein habe ich jetzt gestern auch erst wieder bestellt. Deswegen schöne Sache dazu. Dann kommen wir zum guten El Rio del Vikingo. Da habe ich euch ja schon gesagt, dass er sich verletzt hat. Und Vikingo hat jetzt das Problem, dass er operiert wurde. Und je nachdem, wie das jetzt nach der OP aussieht, haben wir halt jetzt das Ding, dass er 5 bis 9 Monate ausfallen wird. Das ist natürlich schon eine ganze lange Zeit, gerade auch, weil er ja bei AAA Mega Champion ist. Das heißt, da müssen wir jetzt gucken, was wir damit machen. Aber das ist halt alles ganz schön scheiße. Also, Vikingo jetzt also erstmal auch in der nächsten Zeit nicht bei All Elite und so. Deswegen blöd gelaufen an dieser Stelle. Dann kommen wir noch zu dem guten Tama Tonga. Da hat ja die WWE großes Interesse dran. Die wollen ihn ja unbedingt unter Vertrag nehmen. Jetzt, wo er seine ganze Verpflichtung bei New Japan abgegolten hat, läuft das auch. Also alle Wege führen jetzt zur WWE. Außer Tony Khan schickt nochmal einen kleinen Brief mit einer kleinen Summe drin. Aber das soll alles erstmal in Richtung WWE gehen. Und jetzt hat man schon überlegt, was kann man mit einem Tama Tonga machen? Und eine Idee, die auf dem Tisch liegt, wäre, dass man ihm auch in dieser ganzen Bloodline-Geschichte mit einbaut. Denn ganz technisch gesehen ist Tama Tonga nicht wirklich in der echten Blutlinie der Anoa-Familie. Ne? Theoretisch ist er also da nicht wirklich drin. Aber das ist so ein Teil der Familie, der trotzdem, ich sag mal, von Roman Reigns und The Rock als Familie akzeptiert wird, so dass das auf jeden Fall klar gehen würde. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache, ob wir Tama Tonga also auch in der Bloodline sehen werden. Oder was ich ja eher von ausgehe, dass man vielleicht erstmal für NXT wieder ein bisschen sammelt. Das kann auch gut möglich sein. Wäre auf jeden Fall auch eine coole Geschichte. Ja. Soweit, so gut, Freunde. Das erstmal zu den News für heute. Wie immer gilt, lasst ein Abo da, lasst eure Meinung zu den Themen unten in den Kommentaren da. Dann wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag. Checkt meine ganzen anderen Videos aus, die ich noch mache, gerade für die Kanalmitglieder. Da kam heute wieder ein ganzer Schwung. Also auschecken und Kuss geht raus. Wir sehen uns, weitermachen und ciao.